Ich bin Tina Feilmann. Ein Recht, das es zu schützen gilt. Es gibt das Mietrecht, das gibt es schon. Das definiert, wie Mieter vor zum Beispiel vor Rausschmiss, Räumung, Kündigung geschützt werden. Das ist relativ ausgeklügelt. Was es überhaupt wenig gibt, gar nicht gibt, ist der Schutz von Läden, von Gewerbe. Das ist was, was man hier gut sehen kann. Dieses Viertel hier, wir sind in Kreuzberg, im Osten von Kreuzberg, ist, was man nicht gut sieht, in einer Aufwertung begriffen. Also es ist gerade, es ist so, dass Mieten teurer werden, dass Gewerbemieten teurer werden. Es ist so, dass wir sehr viele Hostels in letzter Zeit bekommen haben, sehr viele Touristen bekommen haben, Kneipen bekommen haben. Überall, wo inzwischen Läden schließen, kommt danach, allermeistens kommt Gastronomie, kommen Kneipen, kommen Cafés. Das ist das, was hier gerade sells. Und das Recht, was ich meine, was man noch braucht und was nirgendwo festgeschrieben ist, ist ein Recht auf Räume jenseits von Mietwohnungen, die nicht eins zu eins den Verwertungsinteressen unterworfen sind, was sie im Moment leider sind. Also ein Gewerbemietvertrag ist eigentlich freiwillig. Ein Gewerbemietvertrag kann meistens fast jederzeit gekündigt werden und danach kann kommen, was möchte. Es gibt weniger Einschränkungen. Ein paar ist oder eine ist der Milieuschutz. Da ist das Gewerbe auch bis jetzt nicht drin. Das wäre etwas, wovon ich sagen würde, das gelte es zu schützen. Was gilt es abzuschaffen? Abzuschaffen in Innenstädten von Metropolen, Berlin ist eine, abzuschaffen wäre oder zu verhindern wäre so eine Entwicklung, wie man hier sehen kann, wie hier ist, dass gerade Innenstadtviertel, wenn sie attraktiver werden, also wenn sie begehrt werden, in so eine Spirale geraten, die man kaum aufhalten kann, und das passiert, was wir hier Fressmeilisierung nennen. Also etwas, wo es vorher Bäcker, Schuster, Schneider, Fischgeschäft gab. Die meisten Sachen gibt es hier noch, werden peu à peu abgeschafft und es gibt halt nur noch Fressmeile, Fressmeile, Fressmeile. Und irgendwann stellt man fest, dass man, wenn man was Normales für den täglichen Bedarf braucht, weit fahren muss. So. Danke. Super.